Grüß dich, Katharina. Hallo, Leonhard. Schön, dass wir heute zu dir kommen. Ja, freut mich auch. Ist das hier die schöne, gute Stube, ja, ne? Ja, nimmst du Platz da? Ja, gerne. Ja, Leonhard, du bist ja so ein richtiges Rosenseer-Urgestein. Und ich freue mich natürlich, dass ich dich hier auch kennenlernen konnte mit all deinen tollen Gedichten und Worten und dass wir auch schon zusammen gesungen haben. Zauberflöte, ne? Ja. Bei Männern, ja, welche Liebe. Ja, richtig. Genau. Richtig. Und jetzt wollten wir dich mal fragen, ob du nicht ein bisschen was vom Rosensee erzählen kannst. Aus deiner Zeit, aus deiner Betrachtung. Das finde ich doch sehr spannend. Ja, also Urgestein stimmt nicht ganz. Ich bin kein gebürtiger Rosenseer. Ich bin mit 11 Jahren nach einer ziemlich abscheulichen Flucht mit Russeneinmarsch und allem drum und dran nach Großensee gekommen und habe mir als Kind damals geschworen, hier gehst du nicht wieder weg. Und es ist einfach so, wir haben ein Riesenglück gehabt, dass der Herrgott uns hier nach Großensee geführt hat. Mein Vater sagt immer, das erinnert ihn an seine Heimat in Masuren. Und wir sind hier in Großensee trotz der widrigsten Umstände, die damals existierten, nett aufgenommen worden. Man muss sich mal vorstellen, Großensee hatte 350 Einwohner am Kriegsende. Mhm. Und plötzlich hatten sie 1200. Mhm. Das heißt, den Leuten wurden einfach die Stuben weggenommen. Die behielten noch die Schlafstube und in die anderen Stuben wurden fremde Leute gesetzt, bedeutete auch, dass am Herd dann 3 bis 4 Hausfrauen standen und zugleich kochen wollten. Es waren schlimme Verhältnisse. Also bei der Gastwirtschaft Ösau war eine ein Kegelbahn und da waren so und so viele Leute auch untergebracht. Da wurde dann auf dem Boden mit Kreide einen Strich gezogen, so weit ist das da im Bereich. Es war wirklich abenteuerlich. Und alle Gemeinden haben dann versucht, die Flüchtlinge schnellstmöglichst wieder loszuwerden. Nordrhein-Westfalen nahm allerhand Flüchtlinge auf. Die wollten auch Arbeitskräfte haben und so weiter. Und so zogen dann doch viele wieder ab. Ein Teil der Flüchtlinge wollte unbedingt in Großensee bleiben. Ich habe im Fernsehen gesehen, ich glaube es war in Niedersachsen, da hat eine Bauernfamilie ihre Tochter verstoßen, weil sie einen Flüchtling heiraten wollte. Mhm. Verstoßen, enterbt und festgelegt, dass sie noch nicht einmal hinter dem Sarg ihrer Eltern hergehen durfte. Also so war es woanders. In Großensee haben 4 Hoferbinnen, 4 Flüchtlinge geheiratet und es ist alles gut gegangen. Wurden auch von den anderen Bauern freundlich aufgenommen. Ich habe dann im Laufe meines Lebens versucht, einiges wieder gut zu machen, was Großensee mir Freundliches angetan hat. War 10 Jahre Bürgermeister, auch knapp 10 Jahre Bürgermeister, 45 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr, war Schiedsmann des Amtes Trittau und Wasser- und Bodenverband, also Deichgraf ohne Deich, war ich 20 Jahre lang. Ja, habe ich versucht, was wieder gut zu machen und dann wollte ich Großensee ein Wappen schenken und das ist es hier. Wir hatten kein Schloss, keine Kirche, kein Hünen gehabt, kein nichts. Und da musste ich auf eine andere Idee kommen. Und das ist einmal natürlich hier der Großensee mit seinen Fischen und so weiter. Und oben die Kleine, das ist ein Eichenschössling. Und der hat eine dreifach symbolische Bedeutung. Einmal weist er auf die umliegenden Wälder und die landschaftliche Schönheit von Großensee hin. Mhm. Zum zweiten, Eichenschösslinge sind ja sehr zäh
Und genauso zäh waren die Großenseher, die haben ihr Dorf mehrfach wieder aufbauen müssen. Mitten in der kleinen Eiche ist ganz klar zu erkennen das christliche Kreuz. Und das ist ja das Symbol der Nächstenliebe auch. Und Großenseher, die haben immer irgendetwas Gutes für ihre Mitmenschen getan. Einmal um 1400 haben sie ein Dorf, das war am Ende Wastenfelde, das lag oben auf dem Pfefferberg da. Mhm. Schlechtester Boden und ärmste Leute, haben sie dieses Dorf Wastenfelde aufgenommen, die ganzen Wastenfelder, die hier ankamen. Das zweite war, nach der Ausbombung waren hier, ich weiß nicht was, 1000 oder was, ausgebombte Hamburger. Die Großenseher haben die also so gut es ging irgendwo untergebracht und für sie gekocht. Und dann das dritte mit den Flüchtlingen. Mhm. Und da ist ihnen nun ganz was Tolles eingefallen. Die Flüchtlinge dachten noch, sie würden eines Tages wieder nach Hause kommen. Aber die Großenseher waren realistischer, die Gemeinderäte, und haben gesagt, die müssen erstmal ein Stück Land haben. Dann können sie einen Garten haben, dann können sie bauen. Mhm. Und ja, woher das Land kriegen, damals war alles so durcheinander und man wusste gar nicht, was passiert. Und es hieß, die Großbetriebe sollten enteignet werden, wie auch im Osten ja praktisch. Und hier Eilmann ist ein Großbetrieb und der hatte davor ziemliche Angst. Dann hieß es auf einmal, und die Gemeindevertreter haben ihm das auch beigebracht, wer eine Koppel freiwillig zur Verfügung stellt für die Flüchtlinge, der kann seinen Betrieb behalten. Ah ja. Das hat er gemacht. Dadurch ist die alte Siedlung entstanden, die ist teilweise mit Ziegeln aus dem zusammengekloppten Hamburg sind die Häuser gebaut worden. Und die eine Straße, die da durchgeht, heißt auch Wilhelm-Eilmann-Straße, nach dem Stifter der Koppel. Ja. Und das ist diese Siedlung, die hinten Rausdorfer Straße da besteht? Alles, was, ne? Wenn man nach Rausdorf fährt, alles, was links ist. Ah ja, und das waren sozusagen dann durch die Flüchtlinge entstanden? Ja. Die haben einige in erstaunlich kurzer Zeit wieder ein Haus sich da gebaut. Ja. Ja, und aus dieser kleinen Eiche, aus diesem kleinen Eichenschössling kann man ersehen, dass die Großenseher immer freundlicher und netter gehandelt haben als viele andere. Und ich bin stolz darauf, in so einer Gemeinde zu sein.